Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, hier ist euer Host, aber ich bin nur ganz kurz da, denn dies ist eine Spezialepisode. Und was ihr gleich hören werdet, ist die Aufnahme des Announcements, das die Mautic-Community gerade in einem Livestream gemacht hat. Und das soll es auch schon gewesen sein von meiner Seite. Ihr werdet mich im Livestream gleich wieder hören, von daher bis gleich. Aber die Intro war es das. Hier kommt das Recording. Viel Spaß. Willkommen zum Webinar heute, wo wir euch in Deutschland und auf deutscher Sprache auf dem Laufenden halten wollen. Was gibt's Neues in der Community zu berichten? Bei mir ist die Ruth Chisley, die bisherige Community Managerin, die leider nur sehr begrenzt Deutsch spricht. Hey Ruth, your German is pretty limited, so I better translate your stuff on the fly. Yes, please. Okay. Yeah, we'll walk through a handful of slides and then the report about what is factual. We will also give you a sneak peek. Oh, jetzt rede ich schon wieder Englisch. Okay, nochmal von vorne auf Deutsch. Wir gehen durch ein paar Slides, vor ein paar Folien, erzählen ein bisschen, was es zu berichten gibt, aber geben auch ein bisschen Einblick in das, was jetzt in den nächsten Wochen noch dazukommt. Und ganz wichtig, hinterher haben wir einen großen Slot für Q&A, für eure Fragen und Antworten. Und ihr könnt gerne jetzt schon mal loslegen und Fragen und Antworten in dem Tool hier hinterlegen. Es gibt den Chat, im Chat könnt ihr immer sagen, was ihr machen wollt, also wenn ihr irgendwas Anmerkungen habt. Und es gibt diesen F&A oder Q&A auf Englisch Teil, da könnt ihr konkrete Fragen hinterlegen. Das wäre ganz gut für alle konkreten Fragen, die ihr vielleicht jetzt oder vielleicht am Ende beantwortet haben wollt. Also haut die gerne jederzeit rein. Das kann sein, dass wir Dinge dann sofort beantworten oder es kann halt sein, dass wir bestimmte Dinge erst hinterher beantworten. Okay, vielen Dank für alle Grüße im Chat auch schon mal. Schöne Grüße zurück. Und ich denke, wir können loslegen mit den Slides. Ruth, let's start with the slides. Okay. Zunächst mal ist es vielleicht erwähnenswert, dies ist ja keine Mautic Inc. Veranstaltung oder keine Acquia-Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung der Mautic Community. Und die Mautic Community, da gibt es auch viel darüber zu erzählen, Teams etc. Wichtig ist halt, die Community hat Teams, hat auch ein Leadership-Team, das sind die Teamleads, in der Regel sind das zwei für jedes Team, die alle zusammen bilden ein Leadership-Team, was halt, wenn es übergeordnete Entscheidungen zu treffen gibt, diese dann auch treffen kann. So, und in diesem Leadership-Team, ich bin der Teamlead Community, es gibt das Marketing-Team, es gibt das Education-Team und es gibt das Product-Team und außerdem ist das Legal- and Finance-Team und es gibt den Community-Manager. Das ist Ruth. Und Ruth, would you like to say a sentence to introduce yourself? Yep, sure. So my name is Ruth Chisley. I'm based in the UK and I've been the community manager since August. And a contributor in the Mautic community really since 1.0. So I still come across old issues that were issues I raised back in the old days. Long-term involved with Mautic. So. Ja, okay, also gut, ist Mautic Urgestein, wie ihr gehört habt, ist schon bei der Version 1.0 dabei gewesen. Es gab ja mal eine Podcast-Episode über die Joomla-Hintergründe, die gemeinsamen. Und sie stolpert heute noch über die Issues, die sie damals aufgemacht hat, was manchmal zu Spaß führt. Seit August ist sie feste Community Managerin, also im Nachgang zum Acquia-Übergang wurde halt ein fester Community Manager etabliert und das ist seitdem die Ruth. Ja, welcome Ruth. We'll now continue a little bit in German and then get back to you. Wir gehen jetzt die Folie erstmal komplett in Deutsch. Und wir fangen an mit What's been happening recently? Was war in letzter Zeit so los? Eine Menge war los. Wer geschaut hat, es gab einen Blogpost, diesen Q1 Roundup, also eine Rundumsicht
über all das, was es gab. Es gibt ein Trello-Board, wo man sich das alles anschauen kann. Aber should we continue directly? Ja. Aber es war halt extrem viel los und wir fangen mal an. What team do we start? Education? Oh, sorry, one moment. Okay, Community Team, klar. Es gibt ein Dashboard, wir machen das jetzt alles relativ zügig, ihr könnt das gerne nachlesen. Es gibt ein Dashboard mit ganz vielen Kennzahlen, wo man anschauen kann, wie entwickelt sich die Aktivität, die Contribution und die anderen Bereiche der Community. Auch dieses Dashboard entwickelt sich weiter, aber das kann man offen anklicken und sich das anschauen. Es gibt ein Community Handbook, wo viele Dinge erklärt sind und auch in der Funktionsweise beschrieben werden, in den Prozessen, in der Zusammenarbeit, und auch das wechselt gedeiht. Es gibt die Mautic Meetups wieder. Früher gab es das immer auf meetup.com. Da haben wir jetzt einen Pro-Account, einen bezahlten Account, wo wir sehr, sehr schön unsere Meetups, die schönen Vor-Corona-Physical-Meetups, alle organisieren können. Es gab einen Community-Sprint, einen physikalischen im letzten Jahr und einen ersten Online-Sprint, der war halt auch sehr spannend in diesem Jahr. Und die Vorbereitungen für die virtuelle Mauticon sind in vollem Gange. Im Education-Team tut sich auch eine Menge. Mein Kollege, der Leon, ist da sehr rührig und versucht, alles in eine neue Welt zu heben. Es gibt zunächst mal das Portal docs.mautic.org mit einer neuen Knowledge Base, die in diesen Tagen live gehen wird, unter kbmautic.org. Es gibt im Forum deutliche Weiterentwicklungen, auch im Bereich Country and Language. Und es gibt natürlich mehr, wo Documentation, also wo Enablement verbessert wird. Education steht ja für Dokumentation einerseits, für Forums und Interaktion andererseits. YouTube-Kanäle gehören dazu. Und übrigens, die Developer-Doku sollte besser von den Developern kommen, wird aber vom Education-Team mit organisiert. Legal and Finance, ja, nicht so spannend. Da gab es halt auch ein paar Themen im juristischen Bereich und das Budget kommt ja im Moment zu 100% von Acquia. Die helfen uns halt, solche Dinge wie das Meetup Pro dann auch zu bezahlen. Okay? Dann gibt es im Bereich Verbreitung, Spread the Word, das Marketing-Team, ganz viele verschiedene Richtungen. Es gibt halt unterliegende Arbeiten wie Personas etc., Kampagnen. Es gibt eine eigene Mautic Instanz für uns und eine Mautic.org-Seite, die wurde von WordPress auf Drupal umgezogen. Erstmal ohne große inhaltliche Änderungen, bis auf kleine Cleanups, und der Relaunch ist tatsächlich im Gange. Und dann gibt es solche Sachen wie mehrere Messen wurden besucht und es wird ein Newsletter geben, etc. pp. Okay? Und im Product Team, da gibt es natürlich am meisten sichtbare Änderungen. Die 3.0 kommt jetzt in diesen Tagen raus, in der 2.16. Gab es Bugfix-Releases, in der Roadmap wird gearbeitet und in der Arbeitsweise im Team wird massiv gearbeitet. Und dazu kommen wir auch noch in Kürze. Okidoki, so, das soll als Überblick reichen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann fragt bitte. Kurzer Rückblick zum Community-Sprint, zum virtuellen Sprint im April. Der ist ja nur aus Versehen passiert. Eigentlich hätte der in Belgien passieren sollen. Wir haben enorm viel Beteiligung gehabt, sowohl viel Sign-ups, also Teilnehmer, Anmeldungen, als auch tatsächliche Teilnehmer in die Organisation. Hat schon mal ganz ordentlich funktioniert dafür, dass wir und auch die meisten in der Welt sowas noch nie gemacht haben. Der nächste Sprint kommt bald und wird noch in eine neue Liga aufsteigen. So viel schon mal vorweggenommen. Okay? Gut, jetzt kommen wir zu dem, was letzte Woche am Donnerstag per Blogpost veröffentlicht wurde. Das hat mit dem Produkt erstmal nicht so viel zu tun, sondern wir fangen an mit organisatorischen und personellen Sachen. Die wichtigste Sache ist, dass wir das Vakuum, was in den letzten Monaten wahrgenommen und diskutiert wurde, nämlich dass der DB Hurley zeitlich nicht mehr zur Verfügung stand, so wie das nötig wäre, dass wir das jetzt füllen. Dadurch, dass endlich wieder ein Fulltime-Project-Lead an Bord ist, das heißt die Ruth, die heute bei uns ist, wechselt jetzt von Community-Managerin zum
Project Lead und tritt damit in die Fußstapfen von David Hurley. Der hat halt nur noch begrenzt Zeit, deswegen seine neue Rolle beschrieben als Botschafter, als Ambassador, auch mit einem kleinen beratenden Anteil, aber halt auch der Founder und der das Aushängeschild und der Visionär wird er bleiben. Aber die aktive Leadership macht ab sofort Ruhe. Thank you very much and congratulations, Ruth. Thank you. I'm very excited. Yeah, I think everybody is. Okay, and das führt uns zur Mission des Mautic-Projektes als jetzt Oberlinie zu dem, was nehmen wir uns denn jetzt vor? Das ist das, was tatsächlich von Ruth auch definiert wurde. To help people succeed with Mautic und das, also Erfolg zu haben mit Mautic. Und das ist zwei Dimensionen. Das eine ist, Mautic erfolgreich verwenden. Das andere ist, seine Ziele zu erreichen mit Mautic. Mautic ist ja kein Selbstzweck, sondern ich will damit irgendwas machen. Ich will als Agentur erfolgreich sein. Ich will als Freelancer erfolgreich sein. Oder natürlich, ich will als Anwender mal mehr Produkte verkaufen, mehr Leads generieren, was weiß ich, Online-Marketing betreiben. Gut, um dieses Ziel oder diese Vision zu konkretisieren, haben wir 6 Schwerpunkte definiert, die alle gleichzeitig verfolgt werden sollen. Das eine ist natürlich der ganze Bereich Feature und Funktionalitäten. Das zweite ist Ease of Use. Das dritte ist die Robustheit und Stabilität. Das vierte ist der Support. Das fünfte ist die Scalability, also die Eignung sowohl für ganz kleine als auch für ganz große Installationen. Und das sechste ist tatsächlich, dass wir als Open Source Community erwachsen werden, größer und besser werden, dass wir eine vielfältige und erfolgreiche Community sind, die Spaß macht. Gut, schauen wir erstmal aufs Produkt nochmal. Und als Ausgangspunkt, wo sind wir jetzt? Oder als Rückblick, das Produkt ist jetzt ja immer noch relativ jung. Ne? Es ist so vor ziemlich genau 5 Jahren an das Licht der Welt gekommen. Ernsthaft war es 2016 erstmal zu verwenden und da hat sich auch so gar nicht wahnsinnig viel getan mehr seitdem. Das heißt immer noch 2 und es sieht immer noch so aus, wie es mit der 2 aussah. Es kamen ein paar neue Features dazu, Dynamic Web Content kam, glaube ich, ein bisschen später etc. Aber ansonsten 2018 kam die 2.15 raus und dann war ein langer Stillstand. Okay. 2019 gab es eine Revolution, zunächst mal in dem Sinne, dass der Stillstand von der Mautic Inc. sich aufgeklärt hat durch den Übergang in die Acquia und dann ging es auch wieder weiter. Wir haben 2.16 herausgebracht mit Patch Releases und haben massiv an die überfälligen 3.0 weitergearbeitet. Dann kam jetzt also nach 4 Jahren die 3.0 raus, die also komplett das Ding entkernt hat und hoffentlich in diesen Tagen auch live geht. So, was passiert denn danach? Okay. Zunächst mal gehen wir explizit jetzt auf semantisches Versioning. Das bedeutet, wir haben 3 Ebenen, und das sind die Patch-Releases, die für Bugfixes zuständig sind. Und die typischerweise regelmäßig rauskommen. Bei Bedarf natürlich auch öfter, aber im Normalfall jetzt einmal pro Monat gibt es einen Bugfix-Release. Okay. Dann gibt es die meine Releases. Also auf Basis einer 3.0 oder auch einer 4.0 oder so gibt es dann auf der nächsten Ebene dann demnächst eine 3.1. Und die haben wir jetzt vorgenommen, auf einer vierteljährlichen, auf einer quarterly basis herauszubringen. Es gibt jetzt also alle Vierteljahre ein neues minor Release von Mautic. Und dieses Ding bringt neue Features mit. Das Einzige, was es nicht tut, sind Breaking Changes. Und das definiert dann das Major Release. Breaking Changes werden wir nur so oft wie nötig rausbringen, weil das ja dann auch der Versionswechsel ein bisschen größere Aktion sein kann, mit Migrationen etc. Und Definition ist hier nicht häufiger als einmal pro Jahr, idealerweise seltener. Meine persönliche Einschätzung ist,
Wir werden relativ schnell eine 4.0 sehen, weil es Breaking Changes gibt, die in der Pipeline sind. Das andere Thema, was für 4.0 oder 5.0 dann kommt, ist wieder das Upgrade auf die nächste Symfony-Version als unterliegenden Kern. Okay? Gut, hier ist ein kleines Beispiel, wie jetzt die Timeline aussehen könnte. Die Quarterly Releases, also die Minor Releases, sind klar, ob die Bugfix Releases jetzt so rauskommen oder ob zwischendurch mal dringende Patches rauskommen, das wird man dann sehen. Genau. Und hier sieht man das Ganze nochmal auf dem Zeitstrahl von eben. Ja, soviel zum Ausblick über die Roadmap. Okay. Es gibt ein paar Änderungen im Prozess. Eine ganz spannende Geschichte ist, dass wir nun nicht nur Unit-Tests bei der Entwicklung machen, sondern auch sogenannte Verhaltenstests, Behavioral-Tests. Das heißt, da gibt es dann wirklich bestimmte Tests, die geschrieben werden für kritische Dinge und die automatisch ablaufen bei jeder Änderung, die ein Entwickler in der Entwicklungsphase macht. Da wird dann immer noch überprüft, okay, funktioniert denn das Focus-Item noch oder funktioniert denn das Absenden des Formulars noch? Ihr könnt euch vorstellen, man kann nicht beliebig viele dieser Tests machen. Für den normalen Anwender ist das auch egal, aber für den Softwareentwickler ist das eine sehr, sehr wertvolle Geschichte und wir gehen die übliche Strategie. Das, was einmal kaputt gegangen ist, das will man dann auch in Zukunft testen, insbesondere wenn es kritisch war. Okay. Hier kommt direkt eine Frage dazu. Gibt es auch eine API-Test-Suite? Die ist tatsächlich vorgesehen, aber die gibt es noch nicht. Ich kann euch auch leider nicht sagen, wann es die gibt, aber ja. Okay, Documentation. Documentation ist ja relativ viel vorhanden bei Mautic. Leider ist nicht alles so richtig up-to-date und leider sind auch Änderungen oder neue Dinge nicht mehr unbedingt zwingend dokumentiert worden. Das heißt, wir haben in dem Prozess jetzt auch einen Haken drin, dass neue Features und Änderungen immer auch an den richtigen Stellen dokumentiert werden, nämlich sowohl in der End-User-Dokumentation als auch in der Developer-Dokumentation. Das ist Definition of Done und dann klappt es hoffentlich auch. Gut, für die Leute, die sich für das Thema Produkt mehr interessieren, ist immer empfohlen, im Slack-Channel unter T-Product einfach Mitglied zu werden. Das ist das Produkt-Team. Da kann man an Team-Meetings teilnehmen, man kann einfach auch mitlesen oder recherchieren. Das ist immer eine gute Quelle, wenn man Infos braucht oder vor allem auch, wenn man sich einbringen möchte, was immer sehr gern gesehen ist. Dann gibt es zum Thema Feature-Wünsche eine sehr schöne Forumskategorie, die hier verlinkt ist. Da kann man Ideen, Probleme oder Lücken, die man sieht, beschreiben, daran arbeiten in diesem in einem Forums-Thread und parallel dann halt auch anschauen, was gibt es schon und abstimmen. Also Voting ist ein ganz wichtiger Teil davon, um zu erkennen, okay, das ist ein Feature, was eigentlich keinen Menschen interessiert. Oder es ist ein Feature, wo schon 50 Leute gesagt haben, ja, brauchen wir dringend. Und dann wird es wahrscheinlich auch schneller Realität. Gut. Ansonsten ist natürlich Contribution wichtig. Im Product Team gibt es jede Menge Anregungen, wie ihr unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Zum Thema, wie kann ich das anfangen, erzähle ich nachher noch ein paar, aber Tätigkeiten sind halt nicht nur Coding, die sind halt auch, Testen ist ganz wichtig oder auch Input geben, solche Geschichten ist alles sehr willkommen. Okay. Dann geht es weiter mit ein bisschen Blicken hinter die Kulissen, was kommt denn noch alles? Denn da kommen jetzt noch einige spannende Sachen. Luther, I'd ask you to tell us a little bit about the changes on the product side and on the governance side. Yeah. And I'll translate every second sentence or so. Okay. So the way that we manage issues and pull requests is the same as it has been since Mautic was created. Der Weg, wie wir mit Pull Requests im GitHub, also mit Änderungsvorschlägen umgehen, der hat sich bisher noch nie verändert. And that was fine for a small project, but as we've grown, it's become quite difficult to
see what the magnitude of a problem is, but also understand how many people are affected, what the impact is, and what part of Mautic it affects. Genau, also Mautic ist halt nicht mehr so klein, wie es mal war als Produkt, aber auch als Community. Das heißt, es ist schon echt unübersichtlich geworden, durchzusteigen und auch jeden einzelnen PR-Pull-Request anzuschauen, was für Seiteneffekte hat er, was bedeutet er überhaupt. Also das kann kaum noch jemand beurteilen. So the product team has been working on proposing some changes to the way we manage the issue queue and the pull requests so that we have a standardized way of explaining how big a problem is or how many areas of Mautic a pull request touches, so we can triage more effectively. Ja, das heißt, die Entwickler und das Produktteam haben einen neuen Weg definiert, wie mit andere, also mit Problemen, aber auch mit Vorschlägen, sprich mit Issues oder Pull Requests im GitHub, also auf der Entwicklungsplattform, umzugehen ist. Mhm. So we will be making some changes that make it easier for small fixes for bugs to be merged quickly, and bigger changes that need more extensive discussions in the community to have clear periods of time for that engagement, after which the product team can decide how to take that forwards. Okay, also der Prozess ist flexibel. Kleine Sachen werden hoffentlich schnell durchgewunken werden können. Und bei größeren ist es dann wichtig, dass man das auch zeitlich so managt, dass auch die größeren Sachen sich bewegen in einem strukturierten Weg. Okay. Yeah, and also we're going to set up a triage team so that the triage process happens on a daily, weekly, monthly basis to help us move through the backlog, but keep it under control so that contributors get a speedy response. Genau, das heißt, es wird jetzt gerade ein Team aufgesetzt, was dafür sorgt, dass alles, was reinkommt, auch wirklich zügig beantwortet wird. Es gibt Leute, die wirklich dafür zuständig sind, Dinge zu sichten, einzusortieren und dafür zu sorgen, dass sie auch schnell beantwortet werden. So if anyone wants to get involved, they can contact me or the product team on Slack. Genau, auch dafür freuen wir uns natürlich über neue Leute und wer sich das vorstellen könnte, wer sich darüber informieren möchte, der kann gerne Ruth direkt kontaktieren, ansonsten natürlich im Slack das Produktteam. Okay. Okay, that it. Vielen Dank. Yeah, thank you very over much. To you. Ja, mein bisschen Sneak Peek ist jetzt mehr in der Ecke Community und Contribution natürlich. Und wenn ich ein bisschen aushole, dann beruht das auf den gleichen Dingen, die auch den Dingen von Ruth eben zugrunde lagen. Das heißt, Mautic ist größer geworden, ist noch jung, ist hat immer noch diesen strategischen Vorteil, dass es echt einzig ist im gesamten Markt, hat viele Vorteile und ist so anders als andere, dass sie echt ganz, ganz viel Potenzial haben. Auf der anderen Seite sehen wir immer wieder das Contribution sehr viel Interesse birgt, und zwar auf der ganzen Welt, was halt auch super ist. Und trotzdem sind wir als Community jetzt erst an dem Punkt, wo wir hoffentlich die richtigen Knöpfe drehen und das auch alles aufnehmen und umsetzen, das Potenzial auszunutzen, was das Produkt angeht, das Potenzial auszunutzen, was die Contribution angeht. Ziel auf Produktseite ist natürlich, schneller zu werden und besser zu werden. Das heißt, es gibt ganz viele Ideen für Innovation und das wollen wir auf breiter Front jetzt wirklich realisieren. Das andere, was es dafür braucht, ist, dass mehr Developer auch mitmachen können, dass sie einen Weg haben, wie sie einfach mitmachen können. Und der Weg ist, dass jeder sich tatsächlich seinen Themenschwerpunkt rauspicken kann und sagen, okay, ich will nicht Entwickler für Mautic als Ganzes sein und alles kennen müssen und zufällige Themen von hier und von dort bekommen, sondern ich suche mir mein kleines Schwerpunktthema aus, mit dem ich einsteige. Vielleicht nehme ich später ein zweites dazu. Aber für den Moment, ich picke mir dieses Thema aus, bin dafür echt direkt auch persönlich verantwortlich, bin ein Teil des Erfolges. Ich mache den Unterschied. Ich lasse meinen Stempel in der Historie
und arbeite mit einem ganz kleinen Team an einem, zum Beispiel an einem Feature. Auf diese Weise verteilen wir halt die Entwicklung auf ganz viele kleine Teams. Jedes Team entwickelt sich immer ein bisschen und dadurch hoffen wir halt, dass wir in jedem Minor Release tatsächlich aus ganz, ganz vielen, in ganz vielen Features Improvements haben. Im Moment ist so, die Improvements liegen mehr oder weniger auf der Straße, weil so viel noch im GitHub drin ist und noch nicht fertig umgesetzt wurde. Aber es geht viel weiter als das, nämlich auch strategisch Ideen entwickeln, was wäre für dieses Feature noch super, damit es wirklich das Beste der Welt ist. Oder auch wissen, was machen andere Produkte, ne, von denen lernen. Oder auch Anregungen aus der Community, also von euch annehmen. Da habt ihr zum Beispiel einen festen Ansprechpartner, wenn ihr eine Frage habt oder eine Idee oder ein Problem zum Feature XY, dann habt ihr ein festes, kleines, klar definiertes Team, was euer Ansprechpartner ist und euch hilft und Mautic hilft. Genau. So, auf Seiten des Community-Wachstums habe ich eben schon gesagt, Mautic ist ein globales Ding und wir haben in den letzten 12 Monaten gemerkt, da ist weiterhin wahnsinnig viel Interesse, aber in vielen Ländern ist eine große Sprachbarriere. Bei uns in Deutschland ist das nicht so wild. Die meisten Leute können ganz gut Englisch, haben aber vielleicht trotzdem gar nicht so viel Lust, in englischen Teams zu arbeiten und zu reden. Viel extremer ist das, wenn man nach Brasilien geht, wo die Leute Portugiesisch können, aber sonst nichts. Wenn wir nach Japan gehen oder in andere Länder der Welt. Und all die wollen wir nicht mehr ausschließen oder nicht mehr in ihre lokalen, abgekapselten, unsichtbaren Communities zwingen, sondern wir wollen sie tatsächlich als Teil der Mautic-Familie drin haben und nicht nur so Second-Class-Citizens haben. Dafür gibt es auch ein geschlossenes Konzept, wie jede, zumindest für jede Sprache oder vielleicht auch für jede Sprache in einer bestimmten Region, was passieren soll. Und das ist halt dann, das Ziel ist wirklich, dass jeder, der sich in diesem Gebiet befindet, einen Anlaufpunkt hat, in dem er sich wirklich wohlfühlt, der seiner Kultur entspricht und wo er sich wie in einer Familie zu Hause fühlt und ohne Probleme kommunizieren kann zum Beispiel. Und wo er dann aber all das tun kann, was er gerne tun würde, um Mautic besser zu machen. Das kann vielleicht Übersetzung sein oder Dokumentation oder vielleicht Mitarbeit an Features oder was auch immer. So, und wenn wir diesen Twist hinkriegen, haben wir viel gewonnen. Und wir fangen an mit den Ländern Brasilien, Japan und mit dem spanischen Raum. Das sind sozusagen die Piloten. Und aber nur der Anfang, wie gesagt. Gut. Wichtiger Aspekt nochmal für mich ist, Mautic Community ist alles nett und nette Leute und macht Spaß und es ist auch so ein bisschen Bestätigung, wenn man da was erreicht. Aber dahinter steht ja für fast jeden von uns auch ein ernsthaftes Interesse, dass wir unser Leben um Mautic bauen, unser Geschäft oder unseren beruflichen Erfolg um Mautic bauen, vielleicht eine ganze Firma um Mautic bauen. Und das, was wir jetzt heute alles verkünden, hat natürlich die Stoßrichtung, diese Entscheidung zu einer noch besseren Entscheidung zu machen und noch mehr Leuten diesen Schritt zu ermöglichen und dadurch auch wieder das Feedback zu haben, dass die Mautic-Community als Ganzes immer stärker wird und das Produkt immer stärker wird und am Ende auch eine ganz tolle Marktposition für uns alle. Die Entscheidungen, die wir jetzt gerade erzählen, sind aber auch nicht vom Himmel gefallen. Und mir ist sehr wichtig, das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, nochmal zu wiederholen. Das sind Entscheidungen der Mautic Community. Acquia ist Inhaber der Rechte, hat Mautic sozusagen gekauft von Mautic Inc., aber ist nur in Grenzen entscheidungsbefugt über das, was wir tun. Die ganzen strategischen Entscheidungen, die müssen wir natürlich rückkoppeln mit Acquia. Und das wäre vielleicht auch nochmal interessant, das ein bisschen öffentlich konkreter zu machen, was wäre das? Aber um ein Beispiel zu geben, so wenn wir die komplette Stoßrichtung von Mautic verändern und sagen, wir machen nur noch Briefmarkenshops oder so, das wäre so eine Entscheidung, wo wir vielleicht mal lieber nachfragen sollten. Und natürlich den Project Lead zu benennen, das ist auch per Definition Sache von Acquia. Das heißt also insgesamt, all das, was wir heute erzählt haben, inklusive der Personalie von Ruth, haben wir als Community in Gestalt des Community Leader Teams in einem langen Prozess
ausgearbeitet und Acquia vorgeschlagen. Und Acquia hat das komplett durchgewunken und nichts davon in Frage gestellt. Also insofern, thank you very much, Acquia. You're a superb partner. And I don't want to forget to mention that you also, as of today, still contribute the majority of the work done in the development team. Also Acquia stellt auch bis heute die meisten Developer und Stunden von diesen Developern. Okay. Ja, so insgesamt glaube ich, dass diese Änderung, und ich habe das mal zusammengefasst, immer so als Mautic Version 3 und Community Version 3, dass wir da mal wieder einen Meilenstein erreicht haben, der für die Zukunft von Mautic extrem gut ist, dass wir viele Dinge von den Dingen, die wir heute erzählt haben, auch direkt jetzt umsetzen können. Ich denke, vieles werden wir im nächsten Sprint davon auch sehen, zum Beispiel die kleinen Teams. Insofern freue ich mich total, dass wir endlich an einem Punkt sind, wo wir das auch bekannt geben können und umsetzen können, und freue mich total auf das, was dabei rauskommen wird. So, also alles Gute für Mautic. Ich glaube, wir haben einen fantastischen Durchbruch geschafft. Gut, so, das war jetzt ganz viel Monolog von meiner Seite. In den Q&A, in den Fragen, haben wir bisher keine neue Frage dazu bekommen. Ich glaube, wir sind aber auch durch mit den Folien. Ruth, we're done with the slides, right? We could go to the Q&A now directly. Yes, absolutely. Yeah, that's the last slide. Okay, dann ja, würde ich euch mal bitten, alle Fragen direkt hier in den F&A-Teil reinzuhauen, um euch noch ein bisschen Hintergründe zu geben. Okay, zum Timing von Mautic 3 kommt die Frage, warum hat das so lange gedauert? Ja, kann man nicht viel zu sagen. Also wir haben halt spät damit angefangen. Es gab halt eine lange Stillstandphase, so im Bereich so vor 15 Monaten ungefähr. Und wir haben ja erst in 2019 wirklich mit Mautic 3 angefangen. Und zu dem Zeitpunkt haben alle Beteiligten auch nochmal unterschätzt, wie groß der Aufwand dieser Entkernung ist. Dann ist es natürlich entsprechend groß, aber trotzdem ist es alles hinter dem Zeitplan. Wenn die 3 jetzt rauskommt in diesen Tagen, werden wir alle tief durchatmen und sagen, super, es wird danach noch eine Stabilisierungsphase geben. Und dann haben wir diesen Teil wenigstens geschafft und können nach vorne gucken. Ansonsten, ja, ich hätte es auch gerne früher gesehen. In Zukunft wird es sicherlich an ganz vielen Fronten noch mal besser schnackeln. Aber dann kommt nochmal das Thema der Kommunikation. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also das, was ich ganz zu Anfang mal als Vakuum bezeichnet habe, ist ja von keiner Seite jemals benannt worden. Und erst als das so nicht mehr zu übersehen war, da kam dann irgendwo in irgendwelchen Foren oder Blogposts kam diese Diskussion auf, und das war definitiv schlechte Kommunikation und leider nicht in unserem Einflussbereich. Wir haben das alles selber so nicht gewusst, und wir haben dann auch noch eine Weile, so ungefähr 3-4 Wochen gebraucht, um hinter den Kulissen jetzt auch an den Lösungen zu schrauben, und sind mega froh, dass wir da jetzt sind und dass wir auch glauben, in Zukunft von unserer Seite viel, viel, viel besser kommunizieren können. Gut, jetzt machen wir mal von oben weiter mit den nächsten Fragen. Gibt es eine Umgebung, um essentielle Grundlagen von Mautic-Funktionen zu erfahren, auszutauschen oder als Tutorial zu sehen? Mautic weicht in vielen Dingen von der Logik bekannter Autoresponder-Systeme ab. Man muss sich erstmal reinfinden, das ist nicht ganz trivial. Also, wie ist der beste Einstieg in Mautic? Ja, das Problem ist eher, es gibt sehr viel Einsteiger Dokumentation oder Tutorials. Ruth, are you aware of the perfect way to get started with Mautic, where the best tutorials or whatever for newbies and to get an overview of things? I think that's something that's missing at the moment, and something the education team are working on in the knowledge base. So that's going to be the kind of more
tutorial-based guide of how to get started, whereas the documentation is how to use the product. It's not like best practice. Yeah. Ich nenne jetzt mal nicht die Namen der ganzen Fragenden hier, aber an den, der das eben gefragt hat, wenn du Lust hast, dann schick mir gerne eine E-Mail oder kontaktiere mich auf Slack oder so, dann können wir ganz gerne mal austauschen, an welchen Stellen ich jetzt vielleicht, also du Bedarf hast und was ich für diesen konkreten Bedarf, sei es Überblick oder Ausschnitte, dir vielleicht noch als Tipps geben könnte zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, genau, so machen wir das einfach auch. Also er schreibt mir gerade Namen, klar, dafür dürfen gerne genannt werden. Gut, dann schreibt der André, ich habe gehört, dass die Mission ein Marketing-Tool ist. Ich benutze Mautic nun aktuell für Transaktions-E-Mails. Wie weit ist das noch in dieser Mission? Wie viele Features zu Transaktions-Mails wären okay? Aus meinem Verständnis sind transaktionale E-Mails immer diejenigen, die einen Prozess unterstützen, sei es ein Double Opt-in-Prozess, ein Kaufprozess, ein Service-Prozess oder was auch immer. Das ist absolut weiterhin im Scope. Diese Vision, die ihr vorhin gesehen habt, die sagt ja nur mit Mautic erfolgreich sein, sagt aber nicht, was Mautic eigentlich ist. Mautic ist natürlich ein Marketing-Automationstool, aber diese E-Mail-Automation ist ein wichtiger Teil davon und transaktionale Geschichten sind da absolut weit verbreitet. Und wenn du da Ideen hast, dann gerne in dieses Forum-Thread mit Feature-Wünschen und Ideen ruhig mal reinhauen, damit wir ein besseres Verständnis davon haben. In Zukunft wird es natürlich dann ein Team zu diesem Thema konkret geben, mit dem du dann dich direkt austauschen kannst und beisteuern kannst. Und zu diesem ganzen Thema gehört halt noch ganz viel mehr dazu, bis hin zu Crowdfunding und solchen Geschichten. Cool. Matthias, ist schon absehbar, wann es eine Funktion zum Bearbeiten und Löschen von Tags gibt? Aber ja, wir haben ja, also das ist zufällig jetzt Knowledge von meiner Seite, wir haben ja gesagt, wenn Mautic 3 raus ist, dann würden wir von unserer, also jetzt als Firma, tatsächlich so ein Modul beisteuern und spenden für Tag-Management. Das geht es direkt los, wenn Mautic 3 released ist. Auch das findet man übrigens in einem Forum-Kanal für Ideen. Da gibt es auch ein Thread zum Thema Tag-Management. Mit ein bisschen Specs, wer noch Ideen, also es geht über Bearbeiten hinaus, wer noch Ideen hat, kann das gerne mal nachlesen und kommentieren da. Gut. So, die Fragen sind durch. Wer noch was hat? Letzte Chance jetzt. Ich gucke mal im Chat. So, mal schöne Grüße an alle zurück. Im Chat kommt jetzt nochmal ein Kommentar zum Thema Einstieg. Den lese ich auch nochmal ruhig. Wir verstecken hier nichts. Kein Problem beim Einstieg ist die Entwicklungsumgebung. Mit dem Artikel gibt es eine gute Möglichkeit, auch mehrere Versionen parallel zu bearbeiten, nämlich Produktion und Test. Ja, es geht um DDEV, alles klar. Ja, also das Kernproblem ist, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten unterschiedlich. Ich poste aber diesen Link zum DDEV-Blogpost auch nochmal für die Leute, die jetzt an der Stelle stehen. Wie kann ich mir Umgebungen schaffen, mit denen ich arbeiten kann? Hilft das bestimmt, aber andere stehen an ganz anderen Stellen und sagen, okay, ich muss erstmal die Zusammenhänge verstehen. Ich muss erstmal wissen, was Wald und was Bäume sind. Gut, jetzt sind wir durch mit den Fragen. Der Matthias sagt gerade nochmal, weist da ruhig nochmal hin auf den Mautic Monday. Okay, sehr guter Punkt. Da wir hier im deutschsprachigen Raum sind, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist das ein sehr guter Tipp. Wir haben von der deutschsprachigen Community tatsächlich einen regelmäßigen Online-User-Group-Treffpunkt, den nennen wir Mautic Monday. Und der passiert an jedem ersten Montag im Monat
Ausgenommen, wenn es Feiertage sind, so wie jetzt im Juni, dann ist es halt der zweite Montag im Monat. Unter mauticamp.de findet ihr ein bisschen Infos dazu. Ihr könnt euch auch für einen Reminder registrieren. Und dann sind wir halt an jedem ersten Montag im Monat mittags für eine Stunde zusammen, diskutieren alles Mögliche von kleinen Fragen bis zu großen Neuerungen bis hin zu Community-Themen oder Business-Themen oder was auch immer. Also da ist jeder von euch herzlich willkommen und das ist tatsächlich eine Community, keine kommerzielle Geschichte. Gut, dann haben wir nichts mehr. Ich danke euch allen fürs Zuhören, für die rege Beteiligung. Ihr findet die Aufzeichnung hiervon auch wieder in einem YouTube-Kanal. Wir werden es auch im Podcast nochmal als Audiotrack gesondert veröffentlichen. Und für heute würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Seid gespannt auf Mautic 3 und ich freue mich über jeden, der vielleicht Lust hat, in der Community mitzumachen und nehmt gerne mit mir Kontakt auf, wenn ihr Startpunkte haben wollt. Ruth, hast du noch famous last words? Ruth, any famous last words from you? Your side? Just a plea that if any of you have time over the next day, we could really do with some help doing acceptance testing on beta 2. You just need to know how to use Mautic. We have Mautibots that you can use to test, and it's all done on Trello, so it's super easy. Okay, and whoever is interested could start by contacting you? Yes, or just join the Mautic 3 channel. On Slack. Okay. So I don't know if you want to translate that into your own words. Yes, of course. Der letzte Hinweis von Ruth geht nochmal zurück auf die letzten Testrunden von Mautic 3. Wir haben ja da nach den Betas noch Dinge eingearbeitet. Wir wollen aber eine möglichst weite Testabdeckung jetzt haben, bevor wir releasen. Wir sind natürlich jetzt auf den letzten Metern, in den letzten Tagen tatsächlich. Aber wer noch ein paar Stunden über hat, und schon mal Mautic bedient hat, der kann auf alle Fälle helfen, indem er dieses oder jenes Feature einmal testet. Das ist organisiert über ein Trello-Board. Das tut man in der sogenannten Mauti-Box, also in einer Online-Testumgebung, wo man nichts für tun muss. Und damit mit jedem kleinen bisschen davon helft ihr Mautic als Projekt und als Produkt. Und wer Lust hat, sich das mal anzugucken und vielleicht ein, zwei Stunden zu spenden für Mautic, der kann gerne einfach Ruth direkt kontaktieren auf Slack oder einfach im Mautic 3 Slack-Kanal. Sich das anschauen für alle, die noch gar nicht im Slack sind. Ihr müsst da nicht auf den Invite warten oder so, ihr könnt euch das direkt schicken lassen unter mautic.org/Slack. Da gibt es ein Formular, wie ihr direkt in das Slack-Teilnehmer werden könnt. Gut, dann, Ruth, thank you very much for your time and for the insights. Nochmal vielen Dank in die Runde und ich freue mich, von euch zu hören. Tschüss, bye-bye. Bye, everybody.